Inwiefern setzt sich denn dieser Band mit den großen philosophischen Fragen der Moderne auseinander? Weil ich hätte stilistisch schon gern was aus dem Modern Age, gern auch mit einem psychotischen Antagonisten. Bloß nichts von Alan Moore, von dem habe ich schon alles. Naja, das ist halt ein lustiges Taschenbuch. Die sind schon seit 30 Jahren ziemlich gleich. Veränderungen, so Coming of Age, das ist halt auch gerade so eine Thematik, die mich so ein bisschen umtreibt. War früher alles besser? Inwiefern ist das Streben back to the roots auch irgendwie Konsens im Zeitgeist? Hier ist zum Beispiel eine Szene drin, in der Donald Duck vergisst, wer er ist, und dabei entstehen kuriose Situationen. Der Identitätsverlust als Basis einer Komödie. Story of my life. In der anderen Story verliert Dagobert Duck den Schlüssel zu seinem Geldspeicher. Kapitalismuskritik. Ja, Dagobert Duck ist ja eh so eine spannende Figur. So dieser Clash aus Geiz und Maßlosigkeit. Ich hätte gern 10 dieser Bände. Das sind pro Buch 10 Euro. Das hat aber gedauert. Ich konnte doch nicht widerstehen. Ständig anderen Leuten pseudo-intellektuelle Kunstgespräche aufzuzwingen, macht dich nicht unbedingt sympathischer. Denkst du, das reicht? Das sind die 10 aktuellsten Ausgaben des lustigen Taschenbuchs. Quasi druckfrisch und sauteuer. Ich hab doch gesagt, wir brauchen Comics für den Set-Hintergrund. Hörst du mir überhaupt zu? Nein, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den Comicbuchseiten nicht ein bisschen zu sehr bei Ray William Johnson abgeguckt ist. Erstens erinnert sich sowieso keiner mehr an den. Zweitens, Zitatrecht. Und drittens, sich in Amerika was abzugucken, gehört zum guten Ton. Stimmt, andere gucken ganze Videoinhalte ab. Ich würde die aber schon ganz gern noch lesen, bevor sie deinen niederkulturellen Exzessen zum Opfer fallen. Dann viel Spaß. Ich habe gleich noch eine Überraschung für dich. Das ist mal ein Cliffhanger nach meinem Geschmack.